Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Wir vloggen heute wieder. Es ist Samstag. Ich habe mir die Haare noch nicht gekämmt. Aber ansonsten bin ich schon angezogen und soweit fertig, denn wir baden jetzt Alia. Wir machen es meistens so, dass einer sich schon fertig macht. Das Badezimmer auch ein bisschen wärmer. Und Alex und Alia stehen da schon, aber die kann ich gar nicht zeigen. Und hier steht jetzt die Badewanne von ihr. Die läuft gerade ein und wir waschen immer erst ihre Haare beim Waschbecken und dann kommt sie da rein nur mit Wasser zum Klatschen. Ja, und so starten wir jetzt in unser Wochenende. Morgen auch von mir. Ich bin auch schon fertig geduscht. Wir sind alle frisch gebadet. Alle frisch und fresh geduscht. Boah, jetzt ist es ein bisschen dunkel. Wir machen jetzt leckeres Frühstück. Wir sind schon im Backofen und räumen hier mal ein bisschen das Wohnzimmer auf. Da hat sich ein bisschen was angeschaut in den letzten Tagen. Und ja, das wollen wir jetzt noch auf, während wir Frühstück vorbereiten. Und dann frühstücken wir gleich gemeinsam. Und dann starten wir wieder voll motiviert in den Samstag. So, die Haare sind natürlich wieder im Zopf. Die liegen irgendwie scheiße. Ich habe mir die Kuh gestern nicht genug ausgewaschen. Da ist Alex, der hat den Frühstückstisch so schön gedeckt mit Brötchen, Guacamole. Und wir setzen uns jetzt ran. So, damit euch nicht langweilig wird während des Vlogs. Vlogs. Ja, da unser Rasen ja jedes Jahr immer toll ist, wie immer so saftig grün. Also ich kann euch das mal zeigen. Der sieht dann, weiß ich nicht, der sieht von hier wunderschön aus, aber der hat so viele Löcher, das ist der Wahnsinn. Und kennt ihr das, wenn man dann Dünger streut und von Hand, dann hat man einmal so einen Riesenfleck und an einer Stelle gar nichts und dann verbrennt der ganze Rasen. Jetzt haben wir uns einen Streuwagen geholt, den packen wir jetzt aus und dann baue ich den gemeinsam mit euch auf. Geschafft. So sieht das Ganze aus. Kann man richtig mit durch die Gegend düsen. Hier kann man noch einstellen. Je nachdem, was man streuen möchte. Aber ja, wollen wir mal schauen, was das Gerät so kann. Alex und Alia spielen jetzt da. Und ich versuche mal wieder die Kamera zu drehen. Ich habe es geschafft. Ich mich jetzt hier mit dem besten Glasreiniger überhaupt, der im Auftrag. Ich habe gerade noch mein letztes Brötchen, was vom Frühstück über war, gegessen. Ich hoffe, man sieht es nicht. Ich mache immer so Attrappenputzen. Also schon immer eigentlich. Also ich habe jetzt zum Beispiel, habe ich mir Glasreiniger und alle Hochglanz- und Spiegelfronten putze ich jetzt einmal ab, dann sind die schon wieder sauber. So mache ich das eigentlich immer. Also ich habe jetzt nie so, dass ich sage, ich mache jetzt erst den Raum und dann den, sondern ich teile mich da auf. Das mache ich dann oben alle Spiegelfronten. Und aber auch schon mal wieder was geschafft. Nachher kommt noch meine Mama zu Besuch. Dann, also wir kriegen eigentlich fast nur Besuch von unseren engsten Familienangehörigen. Wir sind da sehr streng und halten uns natürlich an die Regeln. Ich freue mich schon, wenn wir unser unbeschwertes, freies Leben wieder haben. Und bis dahin machen wir zu Hause das Beste. Der Streuwagen, heißt das Ding überhaupt so? Steht immer noch da. Machen die beiden da. Liegen da und üben drehen, ne? Üben, also spielen. Hier. Und Liam liegt da. Der kommt gleich auch noch mit uns eine große Runde vor die Tür, ne? Ne, Mimi? So, Liam wartet schon. Ja, haben wir sie auch. Jetzt klappt das wieder so super mit den dreimal drücken. Wir haben jetzt noch nicht lange genug gedrückt. Wir haben jetzt wieder angezogen. Ja. Und gehen nochmal einmal kurz raus. Ein bisschen frische Luft schnappen sollte man am Tag ja schon, ne? Okay, wir haben aber einfach schon 5:30, aber nützt nichts. Wir gehen trotzdem jetzt raus. Let's go. Auf geht's in die Küche. Dann habe ich Spaß da hinten in die Kleine. Ich koche und wir hatten gerade die Diskussion, ob wir letztes Wochen, nee, bei dem letzten Vlog Oschenburger gegessen haben. Hier ist für Sandra, da ist eine Mischung, die wird gleich die Kamera drehen, klappt wieder super heute. Ja, Kamera drehen haben wir noch nicht ganz drauf. Das zweite war eine Mischung, da kommt einfach heißes Wasser drauf. Und ihr könnt ja mal vergleichen, ob wir im letzten Vlog auch schon Burger gegessen haben, weil wir haben gerade darüber diskutiert. Wir wissen es nicht genau. Auf jeden Fall mache ich mich jetzt daran, die Burger vorzubereiten. Und dann essen wir gleich ganz geschmeidig und dann schmeißen wir uns auf die Couch.
So, das fertige ist Essen. Also das fertige Essen, das sind die mediterranen Burger für Sandra. Mit Käse oben drauf, Tomate, Gurke unten drunter. Die sind für mich mit Zwiebeln. Den Käse nehmen wir vom Bäder, wollte ich ihm Ach ergänzen. so, ja, der Käse ist vom Better. Hier sind noch Zwiebeln mit drauf und ich habe die Beyond Patties aus Erbsenprotein. Dazu gibt es noch Gurkensalat. So, jetzt dreimal drücken. 1, 2, 3. In den Selfie-Modus. Hat funktioniert. Ja, das wäre unser Samstag gewesen. Samstag haben wir heute hier. Setzen uns gleich auf die Couch, gucken DSDS, essen Chips und Eis Eis. und machen es uns gemütlich. Ja, dann wünschen wir euch viel Spaß. Nee, macht gar keinen Sinn. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Lasst einen Daumen oben da. Und vergesst nicht zu abonnieren. Bis dann! Ciao.